weil wir schweben als Geister dadurch, sondern wir haben einen Körper. Alhamdulillah. Und zwischen Männern und Frauen, ich wollte nicht noch mehr erzählen, was da so alles schön ist. Alhamdulillah. Jetzt Kleidung, weil wir sind ja irgendwie so Männer und Frauen zusammen, das irgendwie kommt nicht so gut rüber. Alhamdulillah. Aber es kann sich wahrscheinlich jeder denken. Na okay, so gut. Kleidung. Die Kleidung, die du bekommst, Alhamdulillah. Die Kleidung, die du bekommst, Subhanallah, die schönste Kleidung, der schönste Stoff. Subhanallah. Unnachahmlich, super. Dass man wirklich damit zufrieden ist. Und die bekommt man von einem Baum, der Tuba heißt. Dann weiter, nächste Sache, Duft. Was hast du da für Dufte? Parfüm? Düfte, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Kannst du dir vorstellen, es gibt Farben, die du gar nicht kennst? Wir haben hier unser Schema, unsere Farben, die wir kennen. Da gibt es vielleicht Farben, die du gar nicht kennst. Düfte, die du gar nicht kennst. Düfte, die ganz stark sind und schön sind. Und du gehst über den Boden und du wunderst dich vielleicht, was duftet hier so? Du gehst an den Boden, siehst es weiß und klein und das ist wie Misk. Der Boden im Jannah ist wie Misk. Misk ist dieses schöne Parfüm, dieses weiße Parfüm, was man kennt aus den arabischen Ländern. So ist der Boden. Chefo, alles vorbereitet für den Gläubigen, um dich zufriedenzustellen. Warum haben wir uns das verdient? Nein, sondern weil Allah barmherzig ist, Alhamdulillah. Du musst nur wenig machen. Wenig. Aber versuche dein Bestes zu geben. Allah wird dir die Sünden vergeben. Alhamdulillah. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. O ihr meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Deswegen, was ist schwer daran, der Prophet Sallallahu sagt, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern und das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Mu'adh ibn Jabal, sein Gefährte, sagt Allah wa Rasulu alam. Er sagt, das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihn alleine dienen und niemand anderen neben ihm anbeten. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass wenn sie dies tun, dass er sie nicht bestraft. Weil Allah hat sich dies selbst zur Pflicht gemacht. Ist das schwer? Wenn du betest, zu wem betest du? Bete zu dem Jesus gebetet hat. Bete nicht zu Jesus. Jesus hat sich selber nicht angebetet, er hat zu dem gebetet, der ihn erschaffen hat. Wenn du betest, ich habe mit einem Buddhisten bei mir auf der Arbeit geredet, im Buddhismus spielt eigentlich Gott keine Rolle. Aber er sagt zu mir, betet Buddha an. Dann sage ich, ist Buddha Gott? Er sagt, ich glaube an Gott. Sag ich, warum betest du nicht den an, der Buddha erschaffen hat? Ist doch besser, oder? Weil wenn er Buddha so groß gemacht hat, laut deinem Glauben, ja, dann kann er dich doch auch groß machen, oder? Logischerweise. Alhamdulillah, deswegen bete den alleine an. Und derjenige, der sich ernsthaft fragt in seinem Herzen, er wird sich sagen, Maria kann mir keinen Nutzen bringen. Jesus wird mir keinen Nutzen bringen. Mohammed wird mir keinen Nutzen bringen. Sondern nur, wenn wir diesen Menschen, diesen rechtschaffenen Menschen, die wir lieben, die wir für Allah lieben, wenn wir ihnen folgen, in ihrem Weg. Aber bete Gott allein an. Das ist das, was Gott dir aus seiner Barmherzigkeit gibt. Der allmächtige Gott Allah. Der nächste Punkt ist Flüsse. Dort gibt es Riesenflüsse mit Wasser. Subhanallah. Was richtig schmeckt für den Gläubigen. Flüsse aus Honig. Flüsse aus Milch. Flüsse aus Wein. Jetzt wird jemand sagen, Wein? Ist doch verboten. Im Diesseits verboten. Im Jenseits wird der Wein anders sein, du wirst davon nicht betrunken werden, wird keine Schlägerei ausbrechen. Ja, Alhamdulillah. Sondern es wird einfach gut sein für dich. Dann nächste Sache ist, dort gibt es Bäume aus Silber und Gold. Und Bäume, die so riesengroß sind, der Baum Tuba, du brauchst 100 Jahre, um ihn sozusagen zu durchqueren oder daran vorbeizukommen. 100 Jahre! Kannst du dir das vorstellen? So groß, und das ist noch nicht mal der größte Baum im Paradies. Und von diesem Baum kriegt man seine Kleidung, von den Früchten dieser Bäume. Dann, was auch sehr wichtig ist, vielleicht eine der schönsten Sachen, weil jetzt haben wir über materielle Dinge geredet, jetzt reden wir über andere Dinge, ist im Diesseits eine der Dinge, die uns am angenehmsten sind, ist das Treffen der Leute. Dass man Leute trifft, mit denen man sich gut versteht, wo man ein Gemeinschaftsgefühl hat, wo man diese gegenseitige Liebe spürt. Im Jenseits, Subhanallah,
Jeder, der dort im Paradies ist, du wirst ihn lieben. Und jeder, der dort ist, du wirst gerne ihn treffen und dich freuen, mit ihm zusammen zu sein, weil Allah diesen Riddel von den Herzen genommen hat, weil der Shaitan keine Macht über dich hat. Subhanallah. Und du wirst dich wohlfühlen, du wirst Freunde haben. Du wirst, guck mal, das habe ich eben schon erwähnt, guck mal, du wirst dich mit den Jüngern von Jesus unterhalten können. Du wirst mit Isa a.s. mit Jesus unterhalten können. Du wirst mit Mohammed, das er vielleicht 100 Jahre unterhalten können. Du wirst mit diesen Leuten zusammen sein, Alhamdulillah. Und es wird eine einzige Freude sein, Alhamdulillah. Möge Allah uns zugegen machen, die diese Freude genießt. Amen. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Amen. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Wa arina al-batila batila warzuqna shinaba. Allahumma ihdina al-sirat al-mustaqim. Amen. Ich habe gerade ein Bittgebet gesprochen, dass Allah uns das Paradies geben soll und dass er uns die Wahrheit als wahr zeigen soll, uns helfen soll, sie zu befolgen und das Falsche als falsch, uns helfen, davon Abstand zu nehmen. Alhamdulillah. Das heißt, so kannst du mit den Leuten reden. Jetzt spezielle Gelüste. Allah sagt im Koran, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد. Dort gibt es für sie was zu wollen, bei uns gibt es noch mehr. Deswegen, jetzt wird jemand sagen, ja, kann ich auch das und das? Kann ich auch jemanden umbringen, wenn ich mir das wünsche? Das wirst du dir nicht wünschen, Alhamdulillah, weil dort gibt es für dich das, was du willst. Aber jetzt, zum Beispiel jemand, der mag Nintendo, oder der andere mag Harley Davidson, der andere mag Fallschirm springen, kann er das auch dort haben? Die Antwort ist, ja. Zu 99,99. Warum? Klar, weil wenn er das haben will, dann wird er das bekommen. Und der Beweis dafür ist, es gab einen Mann, zur Zeit des Propheten, der Prophet hat davon berichtet, dass er Allah gebeten hat, ja, dass er, weil er hatte Spaß gehabt, Bäume zu züchten. Also Zir'a, also diese zum Ackerbau zu machen. Ja. Da hat er Interesse daran gehabt und Allah hat ihm das gewährt im Paradies, dass er dort also Bäume und Pflanzen anpflanzen kann. Weil er hat da Spaß daran gehabt, jeder hat sein anderes Hobby. Du siehst heute viele Leute, die dieses Hobby haben. Ja, Baumschule oder so. Nicht Leute mit dem Baumschulabschluss, sondern ich meine Baumschule. Ja, das sind die speziellen Gelüste. Jetzt, was speziellen Genüsse. Dann kommt das Beste. Das Beste ist, ich habe eigentlich zwischen Mann und Frau das gar nicht betont heute. Alhamdulillah, muss ich wieder schrauben, ne? MashaAllah. Das habe ich heute nicht betont, weil das wird sicherlich auch einigen Leute gefallen. Das Beste, aber das Beste ist, was du kriegen kannst, ist was? Allahu Akbar, genau, dass du den allmächtigen Gott siehst. Weil das kannst du dir, wenn du dir Paradies schon nicht vorstellen kannst, wie kannst du dir vorstellen, Allah zu sehen? Und das wird das sein, sag ich mal, was dich absolut umhaut. Also der beste Genuss wird sein, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Wie gesagt, wenn du dir schon nicht vorstellen kannst, diese ganzen Genüsse, diese ganze Freude, dieses reine Herz von dir, ja, diese Ekstase, Freude, alles drum und dran, wie kannst du dir, wenn du nicht mal das Paradies vorstellen kannst, wir haben darüber geredet, wie willst du dir das vorstellen können? Ja. Und nichts ist so wie er. Denn wie gesagt, ich habe schon gesagt, das, was wir uns vorstellen können, ist immer etwas, was wir aus Bildern zusammensetzen, die wir schon wahrgenommen haben mit unseren Sinnen. Unsere fünf Sinne. Riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen. Das heißt, du willst die Seide da haben, die fühlt sich anders an als das, was du erfahren hast. Du wirst Dinge sehen, die du nie gesehen hast. Das hast du nicht in Erfahrung gebracht mit deiner Wahrnehmung, mit deinem Auge. Du wirst Dinge hören, der Prophet sagt, die Frau wird für den Mann, die Frauen werden für den Mann singen mit einer Stimme, was er noch nie gehört hat. Subhanallah. Jannah, wir sind im Paradies jetzt, nicht, wir sind nicht auf dem Dies. Dann, das, was du hörst. Dann, das, was du spürst. Wir haben geredet von der Seide. Subhanallah, jetzt, Subhanallah, Allah zu sehen, Subhanallah. Du brauchst dir gar kein Bild davon zu machen, weil du sollst dir kein Bild davon machen, weil du gar kein Bild davon machen kannst. Weil du kannst dir nicht mal ein Bild davon machen, dein Schloss im Paradies zu sehen. Davon darfst du dir ruhig ein Bild machen, aber das wird nicht das sein, was du siehst. Von Allah darfst du dir kein Bild machen, weil jedes Mal, wenn du dir ein Bild machst von Allah, was machst du automatisch? Du setzt es zusammen aus Dingen, die du aus der Schöpfung gesehen hast und dann wirst du den Schöpfer automatisch minderwertig darstellen und das ist verboten im Islam.
Aber natürlich, die Schlösser und so kannst du dir vorstellen, weil du weißt trotzdem, das, was du dort hast im Paradies, ist noch schöner und noch besser. Das heißt, egal wie viel man erklärt, man wird es nie 100% den Leuten vor Augen führen können. Der Prophet hat es viel erklärt, aber was auf jeden Fall deutlich werden sollte, ist, oder deutlich geworden sein sollte, ist, dass unser Ziel sein sollte, das Paradies zu erreichen. Der Weg, Alhamdulillah, ist ganz einfach. Allah hat nicht von dir erwartet, dein ganzes Vermögen wegzugeben, sondern er hat von dir erwartet, dass du das tust, was er befiehlt. Und alles, was er befiehlt, ist gut für dich. Alles, was du machst, nach diesem Schema, was im Koran und Sunna steht, wird gut für dich sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sollst keinen Alkohol trinken. Schau dir an, wie viele Leute in diesem Land beispielsweise unter Alkoholkonsum oder unter Alkoholsucht leiden. Es wird jemand sagen, ich aber nicht, ich trinke nur ein bisschen. Aber so hat jeder angefangen. Das heißt, das Übel, dieser kleine Nutzen, den du hast, dass dir der Alkohol schmeckt, dieses bestimmte Getränk, ist sehr gering im Gegensatz zu dem Schaden, den es verursacht. Und das kann keiner leugnen. Das kann keiner leugnen. Noch nicht mal Harald Juncker. Der wird sowieso nicht leugnen, denke ich. Das ist es. Alles, was zum Beispiel, und alles, was, wozu du ein Bedürfnis hast, dort hat Allah dir einen Ausweg geschaffen. Du willst natürlicherweise eine Frau oder einen Mann haben, Allah hat dir die Möglichkeit gegeben zu heiraten. Du willst essen, die wenigsten Sachen sind verboten, das meiste ist erlaubt. Schweinefleisch ist verboten, aber du kannst Rindfleisch essen, Hasenfleisch essen, alle möglichen Fleischsorten kannst du essen. Alhamdulillah. Andere Meinung. Das heißt, Alhamdulillah, Dajjaj, Hühnchen, trinken, du kannst so viele Getränke trinken, das heißt, du hast Überfluss. Überfluss an dem Guten. Aber der Satan ist unser Feind und das sollen wir alle erkennen. Er wird uns die schlechten Sachen ins schönste Licht stellen. Und wird sagen, ach warum nicht? Warum ist das denn verboten worden? Aber wir als Gläubige glauben, dass das, was Allah uns befiehlt und gebietet und verbietet, dass das richtig ist, dass wir uns an diese Sache halten. Und wenn wir dies tun, dann werden wir Erfolg haben. Allah, mach uns zu denen, zu den Faizin, mach uns zu den Erfolgreichen und lass uns ins Paradies eingehen. Und hüte uns vor der Hölle. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.